Okidoki. Oh. So. Okidoki. Wir haben vielleicht ein Bänkchen her und gemäß diesen Angaben müsste der Geocache irgendwie weit unten sein. Das heisst, er ist ganz unten, wo ich vorher durchgelaufen bin. Habe ich nicht gut geschaut oder er ist weg. Mal schauen. Da geht es wieder runter. Also, hier geht es runter. Dann gehen wir aber hier durch. Und dann auf die andere Seite, da hinten ist noch der andere Felsen. He? Der Geocache müsste irgendwo unterhalb des Bänkchen sein. Wenn ich das richtig gelesen habe. Die Frage ist nur, wo. He? Das Bänkchen war da oben. Hier bin ich vorher schon drum herum gelaufen. He. Weiter unten. Also hier oben. Ich glaube eher nicht. He. Da sieht man nichts. Ganz so versteckt sollte sie auch nicht sein und so gefährlich. Ah, da oben ist irgendetwas. Ich glaube nicht, dass es da ist. Das wäre gerade ein bisschen. Ah nein, das ist nur ein Stück. Ast, ich denke, das ist ein Draht, wo vielleicht etwas dran fest ist. Nein, das ist es nicht. Okay, wieder rückwärts haben. Hoppla, hoppla. Hoppla. Das heisst, hier. Drumherum habe ich vorher auch nicht gesehen. Und haben wir auch nicht gesehen. Ja, wenn wir jetzt das nachschauen können mit der App. He? Weiter unten, man muss rumlaufen. Gehen wir mal hier runter. Hier gehen wir nachher noch rauf. Ja, von hier bin ich auch gekommen, da habe ich auch nicht gesehen. Ja, also gut, in dem Fall. Jetzt gehen wir mal hier rauf. He? Irgendwie. Ah, ich sehe den besseren Weg. Ist wieder besser weg.
auch nicht gesehen. Weil ganz so extrem versteckt sind sie nicht, die ich bis jetzt gesehen habe an der Ruine. Das hier oben noch anschauen. Ja, Ruinenmauern hat man nicht wirklich gesehen. Also ich konnte nicht wirklich klar sagen, bis am Anfang etwa dort. Jetzt wind es wieder ziemlich da. Da ist auch nicht. Vielleicht müssen wir hier noch drum herum laufen. Hoppala hopp. Jetzt können wir das noch ein bisschen hier oben anschauen. Da hier dann noch das Weg durch. Ja, das ist einfach ein Wanderweg da, wie es aussieht. Ja. Irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht, dass das die Ruine sein soll. Das hat irgendwie nicht nach Ruinen ausgesehen. Einfach nach einem Felsen. Aber da ist auch nichts, da geht einfach ein Weg durch. Okay, gehen wir wieder zurück. Okay, jetzt sind wir wieder unten. Das habe ich ja noch vorher gesagt. Ich will noch schauen, was das für ein Schild da unten ist. Ah! Jo, das ist tatsächlich der Ruinensternenberg. So wie man sehen kann. Aber da ist wahrhaftig so gut wie nichts mehr zu sehen. Es ist halt einfach nur noch Felsen. He? Bis auf den Anfang, wo wir rauf sind, auf der anderen Seite. He? Dort konnte ich vermutlich etwas deuten. He? Aber ja, das wäre es in dem Fall gewesen. Jetzt laufen wir hier noch ein bisschen drumherum. Schauen wir mal, was wir hier noch sehen könnten. Boah. Das von unten noch mal anschauen, das Ganze. Da bin ich vorher ja durchgelaufen. Da konnte ich auch nichts erkennen. Jo, also, dann laufen wir jetzt wieder zurück bis dort, wo wir am Anfang immer ein bisschen hochgeklettert sind. Ja, die Holzwege hier. Cool. Und dann schauen wir mal, ob dort ist. Dort hat es auch noch Bänke gehabt. Cool, das ist lässig, das ist ein cooles, mit diesen Bäumen hier, die so verwachsen durch sind. Vermutlich war das schon mal eine Wildpfad gewesen, denke ich, weil hier durch ist ein bisschen eng. Oh, ein Wildtier kommt uns entgegen! Ein Wildtier kommt uns entgegen! Okay. So. Ja, das könnten auch die Reste gewesen sein, die ich am Anfang gezeigt habe. Da oben, wo wir am Anfang offen sind, das wird wahrscheinlich das sein. Und jetzt geht es wieder runter. Okay, jetzt sind wir da unten. Das andere Bänkchen. Das ist in dem Fall der Kasten, den ich mal am Anfang gesagt habe, den ich sehe. Das ist ein kleines Kapellchen, kann man quasi sagen. Da ist eine Figur drin, eine Maria-Figur mit dem Jesus auf den Armen, so wie ich das sehe. Ja. Ah ja, schauen wir mal an, da haben wir es ja. Mutter Gottes Eich ist das. Okay, dann müsste es hinten unten sein, bei der Ruine. Nein, das kann nicht hier sein. Wahrscheinlich bin ich zu blöd, das zu finden. Also, für euch, da oben irgendwo. Vielleicht findet ihr den Geocache, ich habe es nicht geschaut, speziell, aber einfach ein bisschen.
So, das war es dann voll gesehen. Wirklich viel zu sehen gibt es da nicht. He. Also wenn man nicht wüsste, dass es eine Ruine wäre, würde man denken, da sind nur Felsen. Schade, aber eben, so ist es halt immer wieder. Entdeckt oder man entdeckt nichts. Diesmal haben wir nicht wirklich etwas entdeckt. Aber ich hoffe, es war trotzdem für euch spannend gewesen. Bleibt weiterhin dran. Liket mich. Mittlerweile findet ihr mich auch auf Twitter und auf Instagram. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und bis zum nächsten Ruinenfilm.